Willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 20. und damit vorletzten Rennen der aktuellen F1 Fantasy Liga aus Sao Paulo in Brasilien. Ja, eine wunderschöne Strecke und ich finde auf jeden Fall eine Strecke, wo es sich lohnt, hier wirklich auch fast schon den Saisonabschluss so langsam entgegenzugehen. Ja, allerdings haben wir natürlich noch immer, wie gesagt, nach diesen Rennen ein Rennen übrig und ja, wir gehen gleich in die Qualifikation. Folgende Änderung auf jeden Fall. Dwayne Rose, der ja jetzt drei Rennen nicht dabei war, ist heute wieder mit dabei. Also Daniel Ricciardo, der nächstes Jahr für Gobitouch an den Start gehen wird, wird jetzt die letzten paar Rennen eben halt wieder aussetzen müssen. Dwayne Rose feiert, nimmt damit quasi jetzt Abschied vom Gobitouch-Team von den letzten beiden Rennen und Callum Ilott ist auch diesmal nochmal dabei für Red Bull in Abu Dhabi. Soll dann allerdings Michael Chip wieder fahren, so auf jeden Fall die Information vom Teamchef. Und zweit Teams haben auch jetzt den sechsten Motor eingesetzt, also zwei Teams werden wieder von hinten starten, das ist in dem einen Fall Sauber und im anderen Fall ist das Toro Rosso. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Session und ja, in 20 Sekunden gehen die Ampeln auf jeden Fall auf grün. Davor muss ich nochmal ganz kurz die Kamera eben halt umschwenken, damit ich die Zeit auf jeden Fall für euch einblenden kann. Es sind jetzt noch knappe 7 Sekunden und ja, und dann geht es auf jeden Fall los in Q1. Die Ampel ist jetzt auf grün und ja, 15 Minuten warten auf uns. Ich bin mal gespannt, wer hier wann rausgehen wird und wer vor allem als erstes rausgeht. Und da haben wir schon mal einen Haas, das ist André Hoffmann gewesen. Er ist also der Erste auf der Strecke, gefolgt von Mick Schumacher. Strecke natürlich sehr kurz, kann also ja, schnell auch zu Verkehr kommen und damit dementsprechend auch ja, vielleicht zu Problemen. Dwayne Rose ist das, glaube ich, auch, der jetzt rausgeht. Auch sehr, sehr früh natürlich. Ja, so ist es Dwayne Rose. Da haben wir Kimi Räikkönen, der jetzt auf die Strecke geht. Als nächstes haben, das muss glaube ich Max Verstappen sein, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle richtig gesehen habe. Genau so ist es. Max Verstappen also jetzt auch draußen. Und damit haben wir also die ersten 5 Leute unterwegs. Runde ist eben halt auch sehr, sehr kurz. André Hoffmann müsste sogar schon fast in Kürze, in wenigen Sekunden fast schon wieder auf Start und Ziel ankommen, weil ja, wir fahren hier, glaube ich, sogar unter 1,10er Zeiten. Und da haben wir jetzt Robin Lindberg. Ein Williams geht da auch raus. Und dahinter haben wir schon André Hoffmann. Ja, und jetzt wird es ein bisschen voll natürlich auf der Strecke. Gehen wir eben halt mal auf André Hoffmann, wenn ich ihn jetzt finde. Da ist er. Also André Hoffmann, wie gesagt, der Erste auf eine schnelle Runde. Schauen wir mal, wo die Reise für ihn hingeht. Hat auf jeden Fall Glück. Freie Fahrt soweit. Und liegt auf jeden Fall hier sehr gut, der Wagen. Sieht schön aus. Also die Wagen in der aktuellen Saison haben wirklich schönes Grip-Level, muss man sagen. Auch wenn natürlich Venezuela viele Dreher waren. Aber das war eben halt auch so ein bisschen vielleicht streckenbedingt. Hier sieht es wie alles ein bisschen anders aus. Und André Hoffmann, wie gesagt, ist jetzt der Erste, der jetzt hier eine gezeitete Runde setzen wird. Danach kommt Mick Schumacher direkt über die Linie. Der Williams hat sogar hinter ihm schon ganz gut aufgeholt jetzt in der Runde. Hoffen wir mal, dass er natürlich jetzt nicht danach zu viel Zeit verliert. So, und da geht es eben halt jetzt los. André Hoffmann kommt über die Linie. Und fährt eine 1.095 und Mick Schumacher fährt eine 1.07. Dwayne Rose hat hier Funabashi vor der Nase. Also Schumacher erstmal ein bisschen schneller. Ah, der ist Rose und Funabashi. Rose auf jeden Fall kommt über die Linie. Was fährt denn eine 1.098? Kimi Räikkönen dahinter fährt eine Bestzeit. 1.074, Max Verstappen wäre der Nächste.
Mal schauen, was der Niederländer fahren wird, der nächstes Jahr bei Gubitonisch fährt. Und er sortiert sich aktuell auf der 4 erstmal ein. Robin Lindbeck wäre wahrscheinlich der Vergleich für Kimi Räikkönen. Ja, und aktuell sind wir im Platz bei, einer 1,07. Danach wäre René Rast der nächste. Und Robin Lindbeck kommt über Linie. Zweitschnelle 1,076. Rast jetzt hier unterwegs und fährt auf Platz 4, 15. hinter der Spitze. Felix Petrat, oh ja, hier ist eine riesige Gruppe. Felix Petrat ist langsamster aktuell. David Beckmann kommt jetzt hier auch über die Linie. Geht auf die 5 vor. Callum Eilert geht vor auf die 4, 4 Zehntel hinter der Spitze. Funabashi ist jetzt der nächste. Und sortiert sich erstmal auf der 6 ein. Ja, Strecke ist kurz. Kann natürlich dementsprechend auch zu richtig engen Zeiten kommen hier. Nico Hülkenberg kommt über die Linie und der geht nur auf die 11 vor. Hinter ihm war Alex Lind, der geht auf die 6 vor. Jamie Chadwick wäre jetzt die nächste. Hat allerdings hier auch Verkehr vor der Nase. Und da ist auch Lewis Hamilton dazwischen. Der hat sogar schon Jamie Chadwick überholt. Ja, also, hier kann eine Pole oder ein Einzug in Q2 vielleicht unter Umständen nur einige Tausendstel betragen. Weil wir sehen zum Beispiel hier auch die ersten 6 innerhalb von 6 Zehnteln. Bin auf jeden Fall mal auf Q2 gespannt, wo wir uns da bewegen. Lewis Hamilton eben halt kommt jetzt gleich über die Linie. Danach wäre Tom Dillmann wohl einer der Nächsten. Und Hamilton erstmal nur auf der 14. Jamie Chadwick sogar noch einen Ticken langsamer. Tom Dillmann haben wir hier. Der ist dahinter Kimi Räikkönen und Dwayne Rose. Funabashi verbessert sich vorher jetzt nochmal, wenn ich das richtig gesehen habe. Links eine Anzeige ist nämlich gerade alles runtergeklappt. Tom Dillmann nur auf der 9 erstmal. Tom de Brandt kommt über Linie, hat freie Fahrt gehabt. Ist 8er mit 7 Zehntel Rückstand. Vettel auch hier, freie Bahn. Kann also vielleicht sogar eine vernünftige Runde für ihn werden. Ein Gubitonisch hat es ja meistens immer unter die Top 10 in den letzten Rennen fast immer geschafft. Vettel ja auch auf seinen letzten Zügen hier für Gubitonisch wird das Team verlassen. Vermutlich in Richtung Sauber. Und wo geht die Reise hin für Sebastian Vettel? Es ist Platz 11, ganz knapp an den Top 10 auf jeden Fall vorbei. Charles Leclerc hat hier ein paar Leute auf jeden Fall hinter sich. Und ja, Charles Leclerc ist, wo ist denn der Charles Leclerc? Oder geht der? Der Achter geht jetzt, glaube ich, erst auf eine Runde. Also Charles Leclerc geht auf eine Runde. Ja, also ist schön zu sehen, die Strecke ist wirklich kurz und gefühlt 10 Fahrzeuge sind hier auf der einen Geraden drauf. Also, ja, die Teams kriegen es auf jeden Fall anscheinend richtig gut hin, sich zu verteilen. René Rast hat sich sogar mittlerweile noch vorgeschoben auf die 2. Dwayne Rose war kurzzeitig gerade unter den Top 10, ist jetzt allerdings rausgefallen schon wieder. Wären hier vielleicht sogar auch 2 gezeitete Runden möglich. Und wo geht die Reise hin für Charles Leclerc? Jetzt gehen die ersten auch wieder in die Box. Könnte also vielleicht sogar ein bisschen freier werden, die Strecke. Charles Leclerc, 18. schnellster. John Erich Vann ist sogar noch da vorne weggegangen. Ist auf die 9. Also hat sogar Charles Leclerc überholt. 9 für John-Erik Vann. Jui. Ja, und da haben wir einen Bugatti gesehen. Ich habe jetzt leider gar nicht gesehen, ob da irgendwie eine Berührung mit Rosenqvist drin war. Auf jeden Fall, Rosenqvist ist unterwegs gewesen. Erster Sektor war an sich gut. Im zweiten, ja, wurde er schon aufgehalten. Und ist jetzt erstmal auf der 14. Hat aber wohl jetzt nochmal eine freie Fahrt. Wäre natürlich wichtig. Blomqvist ist auch über die Linie gekommen.
Und der. Ach, der fährt jetzt erst eine schnelle Runde, genauso wie Rostek. Und. Wen haben wir noch? Patzel. Genau, Rostek, Patzel und. Rostek, Patzel und Blumquist. So rum, genau. Dabei, da wir ewig so gerade. Da Rosenquist ewig so, glaube ich, der erste wäre. Schauen wir uns mal Rosenquist hier nochmal an, ob der sich vorschieben kann. Und jetzt gehen einige in die Box. Beckmann, Petrat, Eilert, Funabasch sind alle jetzt in die Box gegangen. Wir noch knappe 6 Minuten. Könnte also vielleicht am Ende nochmal recht knapp werden. Auf der Strecke zumindest. Und wo geht jetzt die Reise hin für Rosenquist? Zeiten sehen ganz gut aus. Und das ist auch erstmal Platz 6 für Rosenquist. So, und Blumquist ist nur auf die 21 vorgegangen, hat sie, ist also ja schneller als Teamkollegin Chadwick, aber trotzdem noch über 2,5 Sekunden langsamer. Rostek natürlich Gegner, ist Teamkollege. Hoffmann, der ist auf der 16. Rostek spät draußen und schiebt sich jetzt auf die 16 auch draußen, aber schlägt den Teamkollegen mal gerade um 2000stel. Also, knappe Kiste auf jeden Fall. Patzel ist unterwegs, hat allerdings hier Verkehr vor der Nase mit Hülkenberg. Das ist natürlich auch jetzt, was für Patzel angeht, nicht gerade eine gute Runde. Und Rosenquist ist auch noch dahinter. Ja, und jetzt geht der Renault auch noch in die Box. Also es hat sogar noch mehr Zeit gekostet. Hat natürlich jetzt eine freie Runde in dem Fall. Aber an sich erstmal nur Platz 24. Der erste Sektor war an sich gut. Das war so Region von Rosenquist, wenn ich das richtig sehe. Der ist auch nämlich eine 16,6 im ersten Sektor gefahren. Schauen wir mal, was jetzt Patzel fährt. So, erster Sektor ein bisschen langsamer. Waren auch noch auf keiner Onboard unterwegs. Schauen wir uns mal eine Onboard auf jeden Fall an. Zweiter Sektor vom Patzel ist, ja, das ist eine vernünftige Zeit. Wird sich wahrscheinlich damit wirklich in die Region Top 10 einsortieren können und könnte damit Dillmann also raushauen. Schauen wir mal, ob das tatsächlich der Fall ist. Und so ist es. Patzel geht sogar vor auf die 5. Hat damit jetzt eben halt Dillmann rausgeschoben. Und jetzt ist Tom de Brent, ja, der Fahrer auf dem heißen Stuhl. Und die Zeiten sind sogar relativ knapp, muss man sagen. Schumacher auch schon mittlerweile wieder draußen. Der wird wohl noch mal eine Zeit fahren, so wie es aussieht. Wo haben wir ihn hier? Mick Schumacher ist nämlich jetzt schon wieder unterwegs und eben halt auf eine schnelle Runde. Wir haben noch knappe 3 Minuten auf der Uhr. Und da kommt, das ist Lindberg. Und der, ja, der haut da den Schumacher in die Wand und damit, da sind natürlich jetzt auch Kisten oder Schilder auf die Straße geflogen. Das ist natürlich sehr suboptimal. Kritisch wäre es natürlich jetzt, wenn Schumacher vielleicht deswegen ausscheiden würde. Weil Patzel ist eben halt sehr spät rausgefahren. Und der erste Sektor war Schumacher auf jeden Fall auf Bestzeit unterwegs. Der zweite glaube ich nicht. Und ja, alle von den, ja, fast von den Top 10, außer Lynn und Tom de Brent sind jetzt nochmal draußen. Die sind sich da wohl auf jeden Fall noch nicht so wirklich sicher. Wir haben jetzt auch noch 2 Minuten auf der Uhr. Und Rose ist auf jeden Fall wohl auch nochmal draußen. Ist er sogar schon auf eine gezeitete Runde? Schauen wir mal. Rose, ja, erster Sektor.
nach seiner Rückkehr hier von drei Rennpause unterwegs. Auf jeden Fall persönliche Bestzeit. Bestzeit jetzt Sektor 1 auf jeden Fall von Lindberg und dann nochmal von Rast wohl unterboten. Und zweiter Sektor von Rose, eine 35,8. Hoffmann hat sich sogar nochmal vorgeschoben auf die 14 jetzt. Also, da, wie gesagt, das kann jetzt hier nochmal richtig interessant werden. Wir haben noch anderthalb Minuten auf der Uhr. Wo geht die Reise hin jetzt für Rose erstmal? Es ist Platz 14. Es reicht nicht aus. Im Grunde fehlen nachher 4 Zehntel für die Top 10. Und jetzt haben wir einen Platz hier mit Lindberg. Wir haben die Top 4 sind alle auf persönlichen Bestzeiten unterwegs hier. Oder auf absoluten Bestzeiten. Und Lindberg wäre der Erste und fährt erstmal eine 1.069. Rast dahinter eine Zehntel. Und ich glaube, Raikkonen ist auch unterwegs. Funabashi war, glaube ich, auch unterwegs. Ja, Schumacher hat sich sogar vorgeschoben, auch nochmal. Funabashi mit Verkehr vor der Nase wird. Reicht es nicht aus. Keine Verbesserung für den Japaner. Weil er Rostock vor der Nase hatte. Ja, und Raikkonen hat auch einen Haas vor der Nase. Und das ist André Hoffmann. So, noch 30 Sekunden auf der Uhr. Eilert ist auf jeden Fall unterwegs, verbessert sich nochmal vor auf die 7. Eilert vor auf die 7 hat er mit Rosenquist jetzt auf die 8 geschoben. Patzel ist eben halt noch immer auf seinen paar Runden da unterwegs. Oh, auf seinen ersten Stint. Dillmann ist auch nochmal unterwegs. Sie haben jetzt noch 10 Sekunden aktuell. Schauen wir mal, also Zeit ist jetzt abgelaufen, kann die Runde rein theoretisch noch zu Ende fahren. Beckmann ist über die Linie gekommen, hat es nicht geschafft, sich in die Top 10 zu schieben. Und damit Platz 13. Genauso wie Blomqvist und Chadwick. Was ist die Zeit von Dillmann wert? Der ist erst auf seiner Outlap. Der ist erst rausgekommen. Schade, ich dachte vielleicht, das wäre noch möglich. Auf jeden Fall haben wir wohl jetzt das Klassement in dem Fall. Also, ausgeschieden sind Chadwick, Blomqvist, beide McLarens also. Charles Leclerc ist hier draußen, Petrat ist draußen. Hülkenberg ist draußen, Verstappen auf der 19, Rostek 18, Hamilton 17, 16 Vettel, 15 Hoffmann, 14 Rose, 13 Beckmann, 12 Wehren und 11. und damit ganz knapp draußen ist eben halt Tom Dillmann und weiter sind Tom de Brent, Alex Lynn, Rosenquist hier. Eilert ist weiter, Patzel ist weiter, Funabashi ist weiter, Mick Schumacher ist weiter, Raikkonen, Rast und Lindberg. Ja, das sind die Fahrer auf jeden Fall, die sich qualifiziert haben. Jetzt könnt ihr hier auch nochmal das Ergebnis einmal ganz kurz in den Zeiten sehen. Also, wir sehen die Top 10 innerhalb von 1,2 Sekunden. Hier speziell ab Platz 3 sehr, sehr eng alles beisammen. Und das sind im Teil die Abstände. Chadwick ganze 4,4 Sekunden hinter der Spitze auf dieser kurzen Strecke. Das ist schon ein bisschen bitter. Aber schauen wir mal, wie es im Rennen für sie läuft. Und ja, wir gehen jetzt erstmal weiter in Q2, würde ich sagen. Wir springen in die nächste Session, bevor jetzt hier irgendwie jemand sich noch wieder vorbeischiebt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht warum. Es werden mir 11 Leute angezeigt, die sich qualifiziert haben. Warum auch immer werden 11 Leute angezeigt? Dann fahren wir wohl, warum auch immer, mit 11 Leuten in dem Fall. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, dass wir fast Dillmann aus dieser Wertung dann rausnehmen. So, und ich muss jetzt noch kurz, wann haben wir? Es geht jetzt gleich los. Genau so ist es. Grüne Flaggen. Und ich wundere mich gerade, warum sind jetzt hier 11 Leute dabei und nicht nur 10? Also, Einstellung hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Bin ich mal gespannt. Ich gehe mal wieder auf meine Person. Schumacher auf jeden Fall, wo der Erste, der rausgeht hier in Q2.
Also, genau, Schumacher, also der Erste, der rausgegangen ist. Warum auch immer, frag mich nicht, warum Dillmann weiter ist. Ich würde sagen, wir nehmen Dillmann offiziell aus der Wertung raus. Dillmann startet auf der 11. Er kann zwar meinetwegen jetzt hier mitfahren, wird allerdings auch nur von der 11 starten in dem Fall. Und ja, der Zweite, Alex Lin, hat es im Tat auch in Richtung Q2 geschafft. Beide Toro Rossos im Tat weiter, beide Williams weiter, beide Ferraris, beide Red Bulls und ein Force India, glaube ich, und ein Mercedes. Genau, da haben wir jetzt Callum Eilert ist unterwegs, dahinter haben wir René Rast. Aktuell hätte sie noch alles hier schön Abstand, also wir haben noch keinen Fahrer, der jetzt irgendwie Verkehr vor der Nase hat. Und wir haben gesehen, wir sind schon bei 1,6er Zeiten angekommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar noch einen Ticken noch mal schneller werden. Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Und Schumacher ist eben halt jetzt auch der Erste, der jetzt rausgeht. Oder auf eine Runde geht in dem Fall. Wir haben ganz kurz Funabashi auch noch gesehen, der rausgegangen ist. Und Schumacher eben halt jetzt der Erste auf einer gezeiteten Runde. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht für Mick Schumacher. Sektor 1, 16,5. Wir machen wieder natürlich ein bisschen Radio in dem Fall. Alex Lind wäre der Nächste, der über die, dort in den Sektor reinkommt. Oder zumindest die ersten Sektor da schafft. Fährt eine 16,6, eine Zehnte, na nicht ganz eine Zehnte, langsamer auf jeden Fall als Mick Schumacher. Sehen da wohl einige Fahrer haben da wohl ein bisschen Untersteuern in der Kurve gehabt und bis jetzt noch niemand weiter großartig in Sektor 1 durchgefahren. 34,6 jetzt von Schumacher im zweiten Sektor und er beendet jetzt auch schon die Runde. 16,5 von Eilert im ersten Sektor, also ein bisschen langsamer, 16,5 auch von René Rast und jetzt kommt Mick Schumacher Linie 1,069. Also, wir sind wieder bei 1,6er Zeiten angekommen und hier die beiden Toro Rossos auf jeden Fall halten sich wohl auch ein bisschen gegenseitig auf gleich mal. Müssen ja ebenso von hinten starten in dem Fall. Und wo geht die Reise hin für Lin? 3 Sekunden dahinter. Eilert wäre jetzt der Nächste. Was sagt sein erster Sektor? Eilert fährt eine 35,0, ist da, da ist er 13. langsamer als Mick Schumacher. Das ist schon ordentlich. Das hat schon ordentlich, also da ist schon ordentlich Zeit drauf gegangen. René Rast dahinter direkt auch. Und jetzt hier 13. Was fährt René Rast? René Rast, ganz knapp ein paar Tausendstel haben gefehlt da. 36 Tausendstel, Funabashi wäre der Nächste. Was fährt der Japaner jetzt für eine Zeit? Erster Sektor ein Ticken schneller als Schumacher. Im zweiten Sektor ist er auch ein Ticken schneller als Schumacher. Könnte also dementsprechend jetzt eine 1,6, ja, vielleicht eine Mitte fahren. 1,65, 1,66, irgendwie sowas in die Richtung. Und es ist eine 1,63 sogar. Fast 6 Zehntel schneller nochmal als der Mercedes von Schumacher. Und was haben wir jetzt hier? Lin verbessert sich zeitlich zwar auch nochmal und Patzel, ja, fährt eben halt genauso schnell, aber eben halt 2000 sind da bloß Unterschiede. So, und Tom de Brent ist jetzt auch schon unterwegs, ist allerdings erst rausgegangen, also ist noch auf keiner gezeigten Runde. Wir haben noch 5,5 Minuten. Uns fehlen noch Zeiten von Raikön, Rosenqvist und Lindberg. In dem Fall, Dillmann ist zwar jetzt auch draußen, den ignorieren wir aber gekonnt mal. Der wird natürlich, wenn die beiden Toro Rosso von hinten starten, müssen natürlich 2 Plätze nach vorne kommen, wird also dementsprechend von der 9 starten. Und jetzt geht die Runde los für Tom de Brent. Mick Schumacher, ich wollte sagen, hat er sich nochmal verbessert? Nee, aktuell nicht. Fährt ein bisschen langsamer auf jeden Fall als seine Bestzeiten. Und Tom de Brent ist natürlich sehr, sehr spät rausgegangen.
Und ein bisschen später hat er natürlich dementsprechend eine etwas bessere Strecke, fährt im ersten Sektor eine 16,6. Also im ersten Sektor sind wirklich ein paar Tausendstel Unterschied. Das meiste wird so im zweiten Sektor hier gut gemacht. Oder eben halt verloren. Schauen wir mal, wie er sich hier jetzt da anstellt. Jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Und was haben wir jetzt im zweiten Sektor? Oh ja, ein bisschen übersteuern auf jeden Fall. Fährt eine 35,0. Das ist Region Callum Islet. Schauen wir mal, ob das wirklich so ausreicht. Tom Dimmer fährt eine 16,7 zum Beispiel. Schnellste letzte Sektor jetzt von Patzel. Und Tom de Brent ganz knapp hinter Islet und aber vor Patzel. Also da ist ein bisschen was auf jeden Fall möglich. Tom Dimmer kommt eben halt jetzt hier auch gleich über Runde. Wir schauen uns ihn an. Auch wenn wir natürlich das im Hinterkopf behalten, er hält jetzt hier im Grunde niemanden direkt auf. Und Raikön wäre dann eben halt gleich auch der Nächste hier. Tom Dillmann sortiert sich sogar noch hinter Lin ein. Ui, da ein bisschen, fast eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege. Das ist schon ordentlich. So, und jetzt Kimi Räikkönen. Kann er vielleicht wieder hier zeigen, wie seine Performance ist? Hat natürlich das Cockpit, ich sage jetzt mal, vielleicht auf der einen Seite freiwillig abgegeben, aber auf der anderen Seite eben halt wollte Red Bull Veränderungen. Und ja, was, wie kann man es am besten seinem Team zeigen, dass man es noch drauf hat, indem man natürlich schneller ist als der Jungspund, der nächstes Jahr quasi sein Cockpit übernehmen wird. Kann man sagen, Callum Islet oder Charles Leclerc, die werden ja nächstes Jahr beide für Red Bull fahren. Erster Sektor auf jeden Fall gut von Räikkönen, 16,4. Zweiter Sektor, was haben wir da? Eine 34,4. Da ist er ein Ticken langsamer zwar als Funabashi in beiden Sektoren, aber das wird, ich sag mal, einfach für die zweite Reihe definitiv ausreichen. Und wir haben noch 2 Minuten jetzt auf der Uhr und Lindbergh ist jetzt erst rausgefahren. Und Räikkönen, ja, schiebt sich vor auf die 2 mit knappen 2,5 Zehnteln Rückstand. Aber im Teil Platz 2, ja, von Rosenqvist fehlt aktuell auch noch eine Zeit. Rosenqvist auch noch nicht draußen. Lindbergh, wie gesagt, auch sehr, sehr spät rausgegangen und hat hier auch noch nicht mal die beste Position aktuell. Hier direkt hinter Dillmann. Uiuiui, und dabei braucht er die Platzierung, weil er hätte eben halt noch rein rechnerisch als einziger eine Chance auf den Titel hier. Und muss dafür aber auf jeden Fall vor seinem Teamkollegen ins Ziel kommen. Wenn er das nicht schafft, dann ist Funabashi auf jeden Fall an diesem Wochenende Weltmeister. Und jetzt geht eben halt Lindbergh auf seine Runde und sind noch 50 Sekunden. Die bekämpfen sich hier auf jeden Fall ordentlich und das wird natürlich sehr, sehr viel Zeit kosten und Rosenqvist noch immer nicht draußen. Gibt es einfach technische Probleme bei Williams? Das wäre natürlich jetzt richtig bitter, ausgerechnet jetzt im letzten Qualifying. Fehlt Rosenqvist auf der Strecke und Lindbergs erster Sektor ist eine 18,1. Selbst wenn er die Runde jetzt hier beendet, wird es nur ja zu Platz 10 reichen. In dem Fall natürlich vor Dillmann so gesehen, also Platz 9. Und, wenn die beiden Toro Rosso natürlich nach hinten gehen müssen, sind es eben halt ist es Platz 7, aber es ist keine gute Zeit. Das sieht man hier, hängt hier hinter den Williams fest. Islet hat gerade Raster überholt und ist jetzt schon ordentlich weggezogen. Und ja, Rosenqvist nicht draußen und die Session ist auch abgelaufen. Schauen wir mal, ob... Ja, Räikkönen fährt die Runde noch zu Ende. Und ja, damit also Lindbergh mit der langsamste natürlich
mit Rosenquist zusammen, ist allerdings rausgefahren, jetzt da hinten geht Rosenquist jetzt raus, ist natürlich viel zu spät und also dementsprechend, also Rosenquist wäre eben halt letzte damit in Q2, na gut, wenn man den mal rauslässt, dann eben halt, und dann Lindberg. Lin hier, aber der wird nach hinten gesetzt, genau wie sein Teamkollege. Sechster ist Tom de Brent. Fünfter Callum Eilert. Und sechster René Rast. Vierter René Rast. Entschuldigung, vierter René Rast. Mick Schumacher auf der 3. Kimi Räikkönen auf der 2. Und auf der 1. Und damit eben halt, wie schon im letzten Rennen, Ryu Funabashi holt sich hier die Pole und könnte unter Umständen im Zeitmorgen sich denn den WM-Titel holen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder spätestens eben halt zum Rennen beim Großen Preis von Brasilien. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier könnt ihr nochmal die Ergebnisse sehen und ja, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal.